Hallo Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Folge Okkultismus und Satanismus in den Kampfkünsten. Heute werde ich eine Kampfkunst, oder ich weiß nicht, wie sie das nennen, sie nennt sich Yellow Bamboo, und da wird ganz eindeutig mit Dämonen gearbeitet. Genau das, was ich immer sage, Initiationsritus und das Eindringen, also erstmal das Öffnen für den Dämonen, einen Kanal öffnen und dann das Eindringen des Dämonen. Und die ganzen Auswirkungen dazu. Diese Sachen werden wir uns jetzt angucken. Zwischendurch werde ich natürlich wieder mit Texten einblenden, was da gerade vorgeht. Also ziemlich haarsträubend. Und ich wiederhole es: Es ist nicht gespielt. Es ist nicht gespielt. Ich bin der Überzeugung, es ist nicht gespielt. Ich kenne es aus persönlicher Erfahrung, dass das, was da gezeigt wird, wirklich so passiert. Dass die Leute bestimmte Fähigkeiten erlangen und die sie dann einsetzen. Und diese Fähigkeiten haben immer was mit Dämonen zu tun, ja. Zu den Dämonen gehe ich nochmal explizit einmal ein in einem extra Video, aber nur so viel ganz kurz. Als Gott die Erde erschuf, hat er zuerst die Dämonen auf die Erde geschickt und danach hat er die Menschen auf die Erde geschickt. Und wir leben mit den Dämonen gemeinsam auf der Erde. Und sie können uns sehen, wir können sie nicht sehen, sie können uns nichts anhaben, solange wir keinen Kanal zu ihnen öffnen. Also das sind ganz normale Wesen, die leben genauso wie wir, die heiraten. Es gibt muslimische, jüdische, christliche, buddhistische, atheistische, schamanistische Dämonen. Also sie sind ähneln uns sehr in ihrer Lebensweise. Sie heiraten, sie kriegen Kinder. Der Unterschied ist halt, dass sie sehr viel älter werden als wir. Und sie haben halt bestimmte Fähigkeiten, indem sie halt sich halt schneller bewegen können oder in bestimmten Situationen stärker sind und so. Sie können auch Sachen bewegen. Aber dazu gehe ich nochmal in einem separaten Video ein. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, Okkultismus und diese ganze Geschichte, dann könnt ihr euch auch meinen Kanal angucken und der Playlist. Da gibt es extra eine Seite mit den Videos zum Okkultismus. Also, heute ist unser Thema Yellow Bamboo. Gucken wir uns das mal an. Und ich werde immer wieder was einblenden und was dazu schreiben. Also, viel Spaß. So don't be frightened of your passion and your dark energy. Please use it in this. So if you find you've got feelings coming up, then just use it more in the practice. So first of all, you need to build it up. Put our hands on the belly, like this. You can put the thumbs up if you like. It's to make contact with our source of power, the Hara, the Tantien, center of energy in the body. And when I say breathe out, we and you blow out a black smoke, which is all the negativity, the tiredness, anything that is pain in your body, just breathe it out. And you keep your breath out and you tighten the body. And first of all, you look to the right and you imagine all this energy around your body and you feel yourself pulling it in. But you tighten the hold of the body, looking to the right, pull the energy in, looking to the left and the same. Pull it in here with your mind. And then I say, look up. Pull the energy down into your body. And lock it in the belly. Look up, look up. And big breath. Yes, keep breathing. Good, good, good. More power, more power, more passion, more power. Big. Look into the hands. Look into the hands. Look. Look into the space between. Yes. Good. 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 Yes, Magnus. Good. 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 Look into your hands. Into the space between the hands. Yes. Good. Good. Big breath. Big power. Big power. Good. 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 Big breath. Big, big breath. Immer noch hin. Anders hin. Anders hin. Stopp. Anders hin. Vor Ihnen noch hin. Nier. Yes. Ich bin nicht mit. Voll. Nimm. Und ab. Oh.
But you can't work with this energy with doubt.